Action-Kameras gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Neu sind Kameras, die 360-Grad-Videos aufnehmen können. Der Hersteller Insta360 setzt mit 2 Linsen an jedem Modell ausschließlich auf diese Art der Bildaufnahme. Umfangreiches Zubehör mit GoPro-Standard-Mount liegt der Kamera bei. Aber man ist nicht nur auf die 360-Grad-Anwendung beschränkt. Normale Fotos und Videos sind ebenso möglich. Spannend dabei, man bekommt über ein kostenloses Desktop-Programm sowie eine Smartphone-App eine Vielzahl an Bearbeitungsmöglichkeiten. In diesem Video werden wir euch einige davon vorstellen und euch die Vorteile einer Flow-State-Stabilisierung zeigen. Die 6-Achs-Stabilisierung wird kameraintern realisiert. Das bedeutet, ihr könnt im Nachhinein entscheiden, ob das Video stabilisiert sein soll oder nicht. Hier seht ihr den identischen Trail-Abschnitt nochmal im direkten Vergleich. Einmal ohne und einmal mit Stabilisierung. Ein zusätzlicher, teurer Gimbal wird für die Anwendung am Mountainbike ab jetzt quasi überflüssig. Mit Flow State wirkt die Fahrt nicht nur ruhiger, sondern die Fahrdynamik kommt auch etwas anders rüber. Wird es dunkler im Wald, wirkt sich die Stabilisierung stärker auf das Bild aus. Wir empfanden es etwas anstrengender beim Anschauen und würden eher, in diesem Fall, zu einer Montage am Helm raten. Wer nicht nur in der Smartphone-App editieren möchte, kann sich auch die kostenlose Desktop-Anwendung herunterladen. Hier stehen einem weitaus komplexere Möglichkeiten in Bezug auf Brennweite und Zoom zur Verfügung. In der App am Smartphone ist aber auch schon ein Perspektivenwechsel ohne Zoom möglich. So kann beispielsweise bei einer Montage auf dem Helm innerhalb einer Fahrt die Perspektive auch mal von vorne nach hinten gedreht werden. Wer viel auf Instagram unterwegs ist, wird besonders die Möglichkeit schätzen, Videos mit verschiedenen Seitenverhältnissen auszugeben. Neben zum Standard gewordenen 16:9 kann man auch quadratische Videos oder aber auch 9:16 ausgeben. Dies ist insbesondere interessant für die Instagram Stories oder die neue TV-Funktion. Eine Anleitung zum Einrichten der Kamera und alle weiteren Informationen zum Test der Insta360 findet ihr im Link in der Beschreibung oder direkt im Video.